Nein, das scheint nicht so zu sein. Ich muss offenbar nicht mit Wasser füllen. Da kann ich rauf. So, jetzt verstehe ich. Jetzt verstehe ich. Genau so habe ich mir das gedacht. Und jetzt nur noch das hier abfackeln. Doch nicht so. Irgendwas stimmt da noch nicht so. Jetzt vielleicht. Ich glaube, es hat fast geklappt. Zweimal verfehlt, dritte Mal nicht. Dreimal verfehlt. Ist immer zu weit. Jedes Mal zu weit. So, nochmal. Ja, geht doch. Meine Fresse, darauf habe ich gewartet. So, ich glaube, jetzt kann ich weitergehen. Jetzt kann ich, glaube ich, weitergehen. Eigentlich könnte ich die ja umbringen. Soll ich's tun? Hilfe! Ich hätte es tun sollen. Absolut. Selbe Schuld, habe ich es nicht getan. Ja. Nächstes Mal muss ich sie vorher umbringen. Ich habe gedacht, vielleicht, aber nur vielleicht, sind es ja Gegner, die ich nicht töten muss. Aber offenbar habe ich mich geirrt. Ich muss
Musik erinnert ein bisschen an den ersten Teil. Wenn du betrunken zur Zeremonie kommst, bringt Vater den Geist dich um. Hey, ich krieg das schon hin, solange du den Mund hältst. Ich hab gehört, sie hätten ein paar Frauen aufgegriffen. Ja, und eine soll den Test machen. Vielleicht ist sie die eine. Dann kämen wir endlich hier weg. Bleib lock. Hilfe! Hier ist jemand! Außerleiterin wehrt sich! Ich hätte sie ja vorhin abfangen können, aber ich wollte unbedingt hören, was sie zu sagen haben. Ich finde das immer wieder interessant. Ja, da könnt ihr noch lange schießen. Ich treffe auch nicht. Nö, danke. Da hat ein Pfeil in sich drin. So. Ich bin so böse. Pfeile habe ich jetzt auf jeden Fall genug. Entschuldige. Wow. Aber ich sehe, da lässt sich was erarbeiten. Und ich sehe auch was glitzern. Da sollte ich nicht runterfallen, wie das aussieht. Okay, Schrotflinte. Ja. Oh Gott, das war knapp. Bist du da? Ich bin da, Sam. Alles okay? Was wollen die von mir, Lara? Ein Feuerritual? Das ist so krank. Hör zu, ich komme und hol dich. Ich werde dich da rausholen. Bitte, bitte hilf mir, Lara. Ich verspreche es dir. Ich verspreche es dir, Sam. Hey, sie hat das Funkgerät. Sam! Sam! Hilfe! Lass sie in Ruhe, ihr verdammten Schweine! Lass sie sofort in Ruhe! Kletten Sie den Berg zur Basis der Solari hinunter. Gut, zuerst ganz ruhig, Lara, ganz ruhig. Wir haben Zeit. Wir haben Zeit. Die fangen das Feuerritual nicht an, bevor wir da sind. Alte Spieleweisheit. Solange wir nicht da sind, dann fangen sie auch gar nicht an damit. Es war immer so, es wird immer so sein. Ich verbrate auch gleich einen Pfeil. Da geht's hinauf. Moment. Na bitte. Es mangelt mir an nichts.
Als Priesterin der Sonnenkönigin stehe ich am Hofe über allen anderen. Ich werde geschult in Sprachen, Etikette, Geschichte, Kriegsführung. Alles, was zum Herrschen vonnöten ist. Und die Königin ist wie eine Mutter zu mir. Warm, fürsorglich, liebend. Doch es fühlt sich falsch an, wie eine Art Schauspiel. Auch die anderen Priesterinnen sind beunruhigt. Einige fühlen dasselbe wie ich. Vielleicht sogar alle. Aber warum? Wovor haben wir Angst? Da geht's offenbar noch weiter nach oben. Da ist auch noch was. Da sind EP drin gewesen. Da gibt's uns wohl nichts mehr. Da oben auch nicht. Da komme ich später noch hin, offenbar. Oder ich komme später nochmal hin. Aber vorerst muss ich jetzt wohl versuchen, meine Kollegin zu retten. Was gibt's hier noch? Munition. Die ich nicht brauche, weil ich ja Waffen so wenig verwende. Was zum Teufel war das? Ich weiß nicht. Flugzeugtrümmer? Mach weiter. Ich gehe und sehe nach. Hilf mir mal! Jetzt hat er die Rüstung weg. Ist sie noch hier? Ja, sie ist noch hier. Triff doch! Immer wieder erstaunlich, viele Leute versuchen mich umzubringen. Schutzschlinzerteile gefunden. Sehr schön. Ja, der fällt wohl bald runter. Da haben sie auch alles in Brand gesetzt. So geht das aber nicht. Wo sind die? Ich brauche Hilfe! Nicht an mir! Ja, das war fies. Das war ein Hinterhalt. Böse. Mann, ich treffe dich doch die ganze Zeit. Okay.
ebenso habe ich keine Pfeile mehr.